Herzlich willkommen wieder zurück, ne, auf dem Kanal und zu einer neuen Folge Dying Light 2. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ein herzliches Willkommen auch an neue Zuschauer, an meine bestehende Community und natürlich an die ganzen Supporter hier auf dem Kanal. Letzte Folge haben wir für Juan den Whisky besorgt und das werden wir jetzt direkt mal weitermachen und mal gucken, ob wir dem Kerl jetzt endlich mal gefügig machen können. Vielleicht will er mit uns ja einen heben, können wir gerne machen. Da muss ich zwar eine ganze Nacht lang ausnüchtern und den Kater wegschwitzen, aber prinzipiell können wir ihn vielleicht so dazu bekommen, dass er uns dabei hilft, die blöden UV-Lampen ranzuholen. So. Wollen mal sehen, was er treibt. Vielleicht liegt er gerade mit seiner Französin im Bett und wir stören ihn bei einer wichtigen Sache. Naja, habe ich mir doch gedacht. Er ist schon ein Schnuckelchen, nicht wahr? Willst du mit? Je mehr, desto besser. Nein, danke. Habe ich dich in Verlegenheit gebracht? Tut mir leid. Ich habe nun mal diese Wirkung auf Menschen. Ich warte auf dich, aber beeil dich. Ich muss zugeben, ich bewundere deine Beharrlichkeit. Ich bin schon fast neugierig, was du tun wirst, nachdem ich dich wieder zum Teufel gejagt habe. Du wirst es bereuen. Jahre alter Highland Single Malt. Im Jahr vor dem Ausbruch der Pandemie abgefüllt. Ich habe gelesen, dass ein Fass von diesem Zeug bei einer Auktion für über eine halbe Million Dollar verkauft wurde. Was für ein vorzügliches Geschenk. Wer sagt, das ist Geschenk? Wir wollen dafür was haben. Wieso braucht er so lange, um da was in die Gläser zu kippen? Auf dich, Hübscher. Was soll ich sagen? Du hast meine Schwachstelle gefunden. Du bist also immer noch hinter diesen Lampen her. Hat Matt dir gesagt, wozu er sie braucht? Wozu er sie wirklich braucht? Ja, um die Kontrolle über den Fernsehturm zu erlangen. Was? Meint er das ernst? Ist er verrückt? Das hat seit über einem Jahrzehnt niemand mehr versucht. Scheint gefährlich zu sein, deswegen die Lampen. Aber Lampen brauchen Strom. So viel ich weiß, gibt es dort nirgendwo Saft. Die Menschen haben es ohne Strom versucht. Helden wie auch Idioten. Alle endeten als Snacks für die Schattenjäger. Das ist Mads Problem. Was interessiert dich das? Es interessiert mich, weil irgendwas nicht stimmt. Spürst du das nicht auch, Aiden? Mad wird die Verteidigung der Stadt gegen den nahenden Angriff des Schlechters vorbereiten. Wir sollten also damit anfangen, ihm ein Denkmal zu setzen, was? Einziges Problem, der Schlechter plant gar keinen Angriff. Woher weißt du das? Ich habe da meine Spione, auch unter den Abtrünnigen. Seit dem Ende des Krieges besetzen wir das Stadtzentrum, während der Colonel im Staudamm hockt. Einmal den Hebel betätigt und schon steht die halbe Stadt in einer giftigen Brühe. Der Colonel ist nicht blöd. Er weiß, dass sein Krieg das Ende aller Dinge bedeuten würde. Warum also hat der Schlechter die Kantine angegriffen? Die ist im Stadtzentrum. Gute Frage. Vielleicht kam der Befehl hierzu ja nicht vom Colonel. Hier ist noch etwas anderes am Laufen. Irgendwas, das wir noch nicht verstehen. Was ist mit den UV-Lampen? Warum will er die dann? Jack hackt irgendwas aus. Er bestellt jetzt schon seit einiger Zeit viel mehr Lampen, als er normalerweise brauchen würde. Und dann verschwinden immer einige dieser Lampen.
Aber kein Mensch kann sagen, wohin. Warum sollte Jack UV-Lampen abgreifen? Und hier, mein Freund, nimmt das Mysterium seinen Lauf. Jack ist nie darüber hinweggekommen, dass er den Schlechter nicht besiegte, als er vor Jahren die Gelegenheit dazu hatte. Er wusste, wenn er am Staudamm angreift, dann schließt der Colonel die Schleusentore. Und dann spült der steigende Wasserpegel die Chemikalien aus dem Boden, die sich dann durch alles brennen, das in dieser Stadt lebt. Es ist eine Pattsituation seit über 10 Jahren. Jeder wartet darauf, dass der andere den nächsten Zug macht. Doch dann hat jemand den Strom eingeschaltet und etwas änderte sich. Und die Abtrünnigen griffen die Kantine an. Es geht nicht um meine Gesundheit, Juan. Ich brauche die Lampen... Um herauszufinden, was mit deiner Schwester passiert ist, richtig, Aiden? Ich habe dir gesagt, dass ich meine Spione habe. Ich könnte vielleicht etwas über Waltz und deine Schwester herausfinden. Vor allem über den GRE-Wissenschaftler, den du und Matt kontaktieren wollen. Mit meinen Mitteln sollte ich den sogar schneller finden können als Matt. Ich glaube eh kaum, dass der den überhaupt findet. Also jetzt mal ganz kurz zusammengefasst. Dieser Typ ist ein Arsch. Das brauchen wir gar nicht diskutieren. Aber vielleicht haben wir seine Schwachstelle gefunden und wir haben ihn ein bisschen darauf eingeschossen, dass wir auch gar nicht so der Idiot sind. Andererseits, die Peacekeeper haben uns schon mal verraten und uns verarscht. Das ist gerade auch eine ziemliche Pattsituation für mich. Wollen wir ein ganzes Schiff mit Peacekeepern gegen uns haben oder wollen wir, dass der Kerl uns dabei hilft, die Schwester zu finden? Ich glaube da tatsächlich, dass der bessere Mittel haben könnte als die Peacekeeper. Auf der anderen Seite, den Turm hochzukommen. Boah, schwierig. Ich bleib bei den Peacekeepern. Woher weiß ich, dass du mich nicht für deine eigenen Zwecke ausnutzt? Ich bin nicht dein Feind, Aiden. Es ist schade, dass du das nicht erkennst. Du kriegst deine Lampen. Du musst nur mit dem Moulin reden. Wer ist das? Das ist mein Mann. Ich habe ihn losgeschickt, um noch mehr Lampen zu besorgen. Hat sich aber länger nicht bei mir gemeldet. Wo finde ich ihn? Irgendwo hier. Zumindest sagte er das letzte Mal. Spür ihn auf und komm dann wieder zurück. Geht klar. Ich habe keinen Bock mehr, noch eine dritte Fraktion reinzuholen, mit denen ich arbeiten muss. Ich muss mit den Überlebenden arbeiten. Ich muss mit den Peacekeepern arbeiten. Und ich muss mit dem Idioten jetzt auch noch klarkommen. Und da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf, mir da noch einen reinzuholen, dem ich jetzt auch noch vertrauen muss. Obwohl der uns dann am Ende auch wieder nur verarscht. Wenn Matt irgendeine Scheiße spielt, dann soll er die spielen, aber uns dabei rauslassen. Wenn er es nicht tut, dann tut das nicht. Was ist das hier? Mach mal Platz. Ja, und ansonsten haben wir natürlich immer noch die Möglichkeit, uns dann letztendlich immer noch für irgendwas zu entscheiden. Wir werden es sehen. Wir werden jetzt erstmal zu Demolon gehen, finden sie den vermissten Trupp und gucken, was der so treibt. Und dann sehen wir weiter. Vor allem, er sagt, ich bin nicht dein Feind und es ist schade, dass du das nicht erkennst. Wie hat er uns denn behandelt? Wie den letzten Idioten? Also wie soll man das denn dann auch nicht erkennen? Also ich verstehe es nicht. Ist mir zu hoch. So. Moment mal, Wanted. Alter, kannst du mal nicht dich daran festhalten? Have you seen this man? Contact the nearest PK station. Ist das der Colonel? So, wie weit haben wir denn bis dahin? 50 Meter, ist ja nicht weit. So, das hat ja einigermaßen gut geklappt. Moment. Ist da jemand? Hm.
Feindsprung. Okay, da können wir auf den Feind springen. Was ist das hier? Läufer im Gewühl. Finde ich auch ganz cool. So, jetzt ist die Frage. Irgendwo hier in dem Gebäude ist dieser vermisste Trupp. Das hört sich aber auch so an, als wäre da einer von den, sag mal, als wäre da einer von den großen Klöpsen. So kommen wir da an. Die glaube ich nicht rein. Kommen wir vielleicht nur übers Dach da rein? Da drin ist auf jeden Fall einer von diesen dicken Typen. Schauen wir mal, ob wir irgendwie auch vom Dach aus da reinkommen. Ich glaube es aber auch nicht. Nö, sieht nicht so aus. Ah, jetzt. Wieso wusste ich das? Bist du hässlich, ey. Abrissbirne. Was ist der Typ? Moment mal, jetzt muss ich mir mal ganz kurz den Bogen nehmen, weil da ist noch so ein anderer Typ. Da. Okay, das muss anders funktionieren. Wir haben, glaube ich, keine. Ne, haben wir nicht mehr. Okay, dann einmal darüber. Oh, zwei auf einen Streich ist auch gut. So, rein da. Hä? Gut gemacht, Mann. Dem hast du es gezeigt.
Ja. Du bist ein verdammter Superheld. Voll, dass ihr das nicht geschafft habt. Diese Bestie hat uns hier eingesperrt. Ist einfach nicht abgehauen. Hat uns angegriffen, als wir hier ankamen. Mark hat ziemlich übel erwischt. Wir konnten gerade noch abhauen und haben uns hier verkrochen. Erst vor kurzem wurde es dann endlich still. Wir dachten, das Ding wäre abgezogen. Und dann hämmerst du plötzlich gegen unsere Barrikade. Und alles ging von vorne los. Ich suche der Moulin. Habt ihr den gesehen? Oben. Ach, ja, was ein Glück. Los. Suchen wir dir einen Arzt. Dass der Typ noch lebt, ist ein Glück. Demolin, oder? Ich bin Aiden. Nicht übel, nicht übel. Aiden? Freut mich. Du hast echt was drauf. Und siehst gar nicht nach einem Peacekeeper aus. Also, wer bist du? Ich bin ein Pilger. Bin noch nicht lange hier. Ein Pilger? Bist du weit gereist, bevor du in die Stadt kamst? Ziemlich weit, ja. Warum? Warst du vielleicht mal in Marseille? Tut mir leid, nie davon gehört. Meine Heimatstadt. Ich frage mich, was aus ihr geworden ist. Juan hat mir gesagt, ich soll nach dir und den Lampen sehen. Ah, die Lampen. Kinderspiel, sagt er. Von wegen. Ein paar haben wir gefunden, aber eine reiche Beute würde ich das nicht gerade nennen. Und wir haben teuer dafür bezahlt. Der Corporal, den die Bestie da draußen getötet hat, hat einen Bruder in der Einheit. Er wird am Boden zerstört sein. Im Moment ist er mit einem Trupp unten im Süden auf der Lower Dam Promenade. Sie haben sich nicht gemeldet. Nun, das klingt nicht gut. Wir müssen ihn finden. Die Mutter des Jungen hat erst letzte Woche ihren Mann in einer Dark Zone verloren. Und jetzt auch noch einen Sohn. Wenn der andere Sohn auch noch stirbt, das kann keine Mutter ertragen. Ich gehe sie suchen. Gut. Der Junge heißt Sebastian. Die Inseln sind sehr gefährliches Gebiet. Umso mehr seit die Abtrünnigen sie überrannt haben. Ja, die nächste Laufburschen-Mission. Also ich muss sagen, die Entwickler hätten sich da schon ein bisschen was Cooleres an Missionen ausdenken können. Also da wär tatsächlich richtig kreativer gewesen irgendwie. Danke für alles, was du da draußen getan hast, Mann. Bin ich ehrlich gesagt ein bisschen blöd, aber ist halt wie es ist. Wir müssen die Kram ja hier irgendwie runterrocken. Hoffen wir, dass wir da jetzt irgendwie schnell zu einem Ergebnis kommen. Weil das sind halt, wenn ich Nebenquests in einem Open World machen will, dann tue ich das. Da brauche ich nicht hier, den Laufburschen für die Peacekeeper oder für irgendwelche Überlebenden oder irgendwelche Gangster zu spielen oder Hailer. Hey, alles klar bei dir? Na toll. Die vom Nachschub sind ein ziemlich hilfloser Haufen, wie es scheint. Was hast du erwartet? Das sind ganz normale Leute von vor dem Niedergang. Handwerker, Lehrer, Gärtner. Keine Kämpfer. Ja, also geil ist auf jeden Fall, wie gesagt, was anderes. Das brauche ich mir eigentlich nicht zu geben. Also gebt mir mal eine Rückmeldung, wie ihr das seht. Ob das für euch irgendwie cool ist, sich das anzugucken oder ob das eher langweilig ist. Ich weiß es nicht. Also ich für meinen Teil würde ehrlich gesagt sagen, ich brauche das eigentlich nicht. Ich meine, im Prinzip ist es ganz cool hier mit dem Gleitschirm und so. Man kann sich ganz gut vorwärts bewegen. Aber im Großen und Ganzen, muss ich ehrlich sagen, ist es doch eher unbefriedigend jetzt. Also da fand ich die ganze Storyline im ersten Teil des Spiels, wo wir noch nicht im Stadtkern unterwegs waren, deutlich cooler. Mit Sophie, Karl und den ganzen Verrückten. Das war irgendwie cooler als hier jetzt. Aber gut, vielleicht kriegt das ganze Spiel ja nochmal einen Höhepunkt. Wir werden es auf jeden Fall noch erfahren, weil nur weil wir jetzt hier zwei, drei Missionen hatten, die irgendwie kacke waren, also die ich persönlich nicht gut finde, werden wir hier auf jeden Fall nicht irgendwie das Ganze in die Tonne hauen. Scheiße. Was geht hier ab? Abtrünnige. Noch mehr. Schon wieder?
bestimmt dieser Schlechter und dieser Waltz dahinter. Aber warum gerade jetzt? Bob ab. So, das ist wahrscheinlich der Kollege, nach dem wir suchen, oder? Naja. Hab deine Männer gefunden. Ein paar zumindest. Tut mir leid. Sie sind tot. Aiden? Bist du sicher? Wie viele? Zwei Leichen. Beide ziemlich tot. Im Trupp waren fünf Mann. Es muss noch drei andere geben. Es gibt noch Hoffnung. Okay, ich suche sie. Die waren total durchgeknallt. Wahnsinn, ich weiß. Irgendwas ist mit ihnen passiert. Das waren ganz normale Soldaten, zumindest die meisten von ihnen. Aber jetzt benehmen sie sich eher wie lebende Virusträger. Sie sind total verrückt, töten alles, was ihnen in die Quere kommt. Verrückt? Was meinst du? Ich weiß nicht. Es heißt, Williams behandelt sie wie Tiere und dann werden sie wild. Also ist der Schlechter wirklich durchgedreht, wie alle sagen. Verrückt und unberechenbar, wie es scheint. Mein Gott, wieso hält er sich denn nicht da fest? Dann eben hier rauf, komm. Na, große Klasse. Boah, ich könnte... Wieso kann er sich denn nicht dieses dämliche Ding hoch... Was haben wir mit dir, ey? Komm, ich habe jetzt langsam auch echt die Nase voll hier. So, Lampe an. Das ist noch mehr von euch. So, das Problem ist, wir kriegen jetzt langsam auch Nacht und es wird hier immer mehr von denen geben. So, wo geht denn die Spur weiter? Durchsuchen Sie das Dach. Okay, alles klar. Das hätte ich mal vorher lesen sollen. So, wie kommen wir denn da rauf? Wahrscheinlich darüber. Dahin. So, gehen wir hier einmal rein. Treppenhaus. Aber auch nicht. Ist hier kein Treppenhaus? So, weiter nach oben. Nö. Boah. So, da kommen wir, glaube ich, auch nicht hoch, oder? Mit keinem Bock, da wieder runterzufallen. Mein Gott! Sorry, wenn ich hier ein bisschen genervt bin, aber diese ganzen Mechaniken, die nerven langsam einfach nur. Komm, was haben wir mit dir hier? Weg! So, runter vom Dach. Mehr Tote.
Wer hätte es gedacht? Hab sie gefunden. Oh, meine Freunde, ich komme wieder. Ja. Hat sich das. Durch Flachpfeifen, ey. Da war es fast schon wieder passiert, ey. Hey, geht's euch gut, Jungs? Mir ja. Sebastian nicht unbedingt. Wie geht es ihm? Ziemlich übel. Gottverdammte Abtrünnige. Keine Ahnung, warum es von denen hier im Zentrum plötzlich so wimmelt. Griffen uns knallhart an. Nur Basti und ich konnten entkommen. Kannst du laufen? Ich lasse ihn nicht hier. Nicht in dem Zustand. Er braucht einen neuen Verband. Der hier ist nur noch Müll. Ich hab nichts mehr. Hör zu. Hat dir Demoulin von ihm erzählt? Ja, über seinen Bruder und seinen Vater. Nein, das meine ich nicht. Sebastian ist ein Künstler. Demoulin hat mir versprochen, ihn irgendwann mit nach Marseille zu nehmen, zum Laden seines Vaters. Er darf so nicht sterben. Bitte. Das müsste helfen. Er wird schon durchkommen. Aber ich bin hier wegen der Lampen. Wo sind die? Nachdem wir die Abtrünnigen vertrieben hatten, haben wir das Gebäude erreicht. Um reinzukommen, haben wir ein paar Seile vom Nachbargebäude gespannt. Und da haben die Abtrünnigen wieder angegriffen. Und die Lampen? Die sind noch immer auf dem Landeplatz auf dem Dach. Das Militär hat sie gut versteckt, damit sie niemand aus der Luft findet. Basti hat sie nur mit dem Fernglas vom nächsten Gebäude aus entdeckt. Aber wir konnten die Seile nicht rechtzeitig festmachen. Gibt's da noch einen anderen Weg dorthin? Na, durchs Gebäude könntest du auch. Aber wie gesagt, alles voller Beißer. Alles klar, ich versuch's mit dem Seil. Da kommt nur eine Spinne rüber. Und draußen ist alles voll mit Abtrünnigen. Ich mag Risiko. Hier, nimm. Melde dich bei der Malheur und sag ihm, was hier passiert ist. Ich gehe die Lampen holen. Okay, da sind unsere Lämpchen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall auf die Seite. Anders kommen wir da nicht hoch. Das werden wir uns jetzt auf jeden Fall in dieser Folge noch antun. Damit hier wenigstens mal etwas passiert, weil das ist ja echt nervtötend. Also die letzten drei Folgen irgendwie quasi gesehen nur gequatscht und gequasselt, aber nicht wirklich irgendwie zu was gekommen. Finde ich mal irgendwie ein bisschen unbefriedigend. Das wäre für mich tatsächlich auch so, wenn ich es privat nur spielen würde und euch nicht zeigen würde. Da hätte ich tatsächlich dann auch keinen Bock mehr drauf. Also 62 Meter, also darüber. Okay. Was? Wieso hängst du? Der hängt an diesem Brett hier fest, ne? So. Also hier ist irgendwie nichts. Hä? Durch die Tür kommen wir ja nicht, oder? Nee, da sind keine Dinger mehr dran. So, hier ist auch... Ach, wir können da oben, okay. Sehe ich jetzt gerade erst.
Ah, da, okay, alles klar. Könnte unser Glück sein, dass hier jetzt Nacht ist. Deswegen keine Beißer im Haus sind. Müssen uns nur ein bisschen beeilen. Weil die Zeit geht hier jetzt verdammt schnell rum. Ich glaube, ich bin ins Gebäude rein bei 21 Uhr irgendwie. Und das ist natürlich jetzt schon 11:30. Das geht schnell jetzt. Suchen Sie Container nach UV-Lampen. Hast du wieder irgendwas drin? Das hört man doch schon. Bin ich jetzt hier falsch? Oh, ich bin hier falsch. Wieso kann man denn dann da überhaupt die Türe aufknacken? Also wirklich, Leute. So. Großes Kino. Wir waren doch gerade schon auf dem Dach. Da sind wir doch hier durch. So. Nehmen wir erstmal den Hemmstoffbehälter an uns. So, machen wir das hier. So. Ah, geiler Stoff. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Durchsuchen Sie den Container nach UV-Lampen. Den Container. Ist das der, dieser Container hier? Scheint so, ne? Ah. Aiden, was ist los?
Nawan, alles klar bei mir. Aber ich bin gestürzt. Die Lampen hier sind alle kaputt. Muss mich um das Ding da oben kümmern und in der anderen Kiste nachsehen. Gib's zu. Juan ist ein Typ. Was? Nawan, hau ab. Jetzt wechseln wir erstmal gerade die Waffe. Das Ding. Was? Was zum Teufel war das denn jetzt? Ich bin noch... Was für ein Blödsinn! Piss dich! Meine Güte. Ja, sehr gut. Wenigstens ein einzigartige Errungenschaft. Wo kommen wir denn hier dran? Ah, hier. Ah, uff. Schon besser. Damolin, ich hab deine Lampen. Ein Dutzend Kisten, vielleicht mehr. Alle wie neu. Très bien, mein Freund. Tobias sagte, du hast auch ihnen geholfen. Danke sehr. Du bist très débrouillard. Danke. Was auch immer das heißt. Allein kann ich das nicht tragen. Und schwer beladen komme ich niemals an den Infizierten vorbei. Die Jungs gehen hoch aufs Dach und kümmern sich um die Lampen. Juan? Wir haben die Lampen. Aber der Trupp hatte Ärger mit den Abtrünnigen. Nicht über Funk. Komm in mein Quartier auf dem Schiff. Gut, haben wir das auch geschafft. Sind wir hier? Ja, liebe Leute, 39 Minuten, aber das haben wir auf jeden Fall noch gut hinter uns gebracht. Klettern wir mal hier hoch, dann sind wir in der nächsten Folge ein bisschen sicherer. Ja. Ich hoffe, die Laufburschen-Missionen sind dann jetzt mal langsam Geschichte, sodass wir langsam wieder mal der Hauptstory-Quest ein bisschen hinterher arbeiten können, weil wir haben die Lampen jetzt. Ich danke euch fürs Zugucken und für eure Geduld vor allem, weil mich nervt es tatsächlich auch ein Stück weit. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und bis es soweit ist, alles Gute, bleibt gesund, ne? Ciao.